Opferlamm. Du wirst den heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Schon bald wirst du unserem Bund beitreten. Auf ewig meinen heiligen Segen teilen. Condor One an Basis. Bitte komm. Condor One? Du warst 3 Stunden nicht zu erreichen. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Kommt nicht wieder vor. Und die Kirche? Bin noch auf der Suche nach dem passenden Schlüssel. Verstanden. Pass auf dich auf. Ende. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 4 Remake. Ja, nachdem wir hier beim letzten Mal Delago, diesen Riesenfisch, da besiegt haben, geht es nun in Kapitel 4 weiter. Und ihr glaubt doch nicht wirklich, dass wir, was? Wieso haben wir kein Boot? Ich hab da was übersehen. Ich wollte da wieder zurück. Wieso habe ich kein Schiff hier? Wieso habe ich kein Boot hier? Na, dann hoffe ich mal, dass wir noch irgendwo eins auftreiben können. Das wäre nämlich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Aha. Eine Mütze. Das ist wohl die vom... unserem nicht mehr ganz so lebhaften Kumpel. Würde ich mal behaupten. Und irgendwie ist hier drin fast nichts. Na gut. Ich dachte eigentlich, man beim Original war es halt eigentlich schon so, dass man das Gewässer noch ein bisschen erkunden konnte. Mir fehlt doch noch eine blaue Medaille, die wir übersehen haben. Also ich habe sie übersehen. Wieso kann ich da nicht hin? Moment, hier muss es doch wohl irgendwo... Komm, geh schwimmen, Leon. Oder tue ja irgendwo was aus Wasser. Ich will schwimmen. Oh Mann. Das hat nämlich im Original doch noch ein paar Schätze und so hinterlassen. Wenn man da lang ist. Warum klingen die wie die, Verschnieschnas auf dem, in der Burg? Die Leute hier. Und ich muss zugeben, aktuell klingen, ja. Hat es doch eine recht gruselige Atmosphäre hier. Weil alles so düster ist. Man hört überall Stimmen. Nein, ich bin nicht verrückt. Geister. Was
Oh shit. Aua. Au. Gott, wieso seid ihr so scheiße? Ey, du sollst. Nein. Ion. Gott, ey, die Viecher sind noch schlimmer geworden. Ja, im besten Falle habt ihr hier, was zum Teufel? Blendgranaten nebenbei. Das ist nämlich die geheime Technik gegen die Las Plagas. So heißen die Dinger hier. Aber ich will jetzt trotzdem nochmal aus Wasser. Ich glaube, wir bekommen sogar noch die Chance. Da unten ist nämlich was. Als wäre es wirklich verarscht, wenn man da nicht mehr hin kann. Ich konnte den See ja gar nicht erkunden. Ledermaus. Leon wird zu Batman. Er wird von einer Fledermaus gebissen. Was ist das hier? Mutiert zu Batman. Kultstätte. Das Symbol von der Kirche. Das ist euer Symbol. Ah. Okay, irgendwas brauche ich hier. Wieso wurde jetzt die Karte geöffnet? Kann also doch nur aus Wasser, hä? Dann bin ich ja beruhigt und die haben das Gebiet hier komplett verändert jetzt. Weil eigentlich muss ich mich mal katzen. Gab es ja eine komplett andere Szene. Oh, ist das der Schlüssel, der für die ganzen Dinger hier zuständig ist? Bring mir bitte jemand ein seltenes goldenes Hühnerei. Was ich damit vorhabe, sagen wir mal so, manche Dinge will man lieber nicht wissen. Okay. Wahrscheinlich ist dem so, ja. Aha. Hier können wir den See erkunden. Gott, die Steuerung. Da ist etwas, da können wir gewiss hin. Das können wir kaputt machen. Im Original gab es hier, Leon, die Steuerung ist wirklich scheiße. Ich weiß nicht, ob es an der Maus liegt. Da ist irgendwas drauf. Will da irgendwie hin. Kannst du hier irgendwo anhalten, Leon? Ah. Weil Karte sagt, hier ist ein Schatz. Ey, der kann halt wirklich. Gott, ist die Steuerung scheiße. So, wie legst du jetzt hier an, Leon? Ah, Moment. So legt er hier an. Ein Alexandrit. Oh,
ob das schon war. Aha, hier ist noch eine große Truhe. Eine Waffe! Die Red 9! Oh, geil! Ja, danke. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Benutzt das mal. Wie viel? Okay, so passt er hier rein. Ja, wunderbar! Die beste Pistole des Spiels, zumindest im Original. So wollen wir es doch haben. Das for free vor allem. Muss nichts dafür zahlen, das finde ich sehr gut. So, ich will jetzt aber nochmal... Ich glaube, von da kamen wir, oder? Nee, ich glaube, von da kamen wir nicht. Da... ist sogar noch irgendwas. Wow. Ah, das hier, wo der Händler ist, ne? Meine schon. Okay. Muss sie alle runterdrücken? Oder was? Gott, das kann ja nur ewig dauern. Ja, das raff ich nicht. Aber ich muss da rein. Da scheint was drin zu sein. Irgendwas knackst hier. So, wie soll ich jetzt dieses Rätsel hier lösen können? Ohne... Soll das ein Symbol sein? Ein Hinweis auf das Rätsel? Ja. Ich denke schon. Keine Chance. Gib mir mal, ich komme von der anderen Seite, von da drin dann rein. Okay, das hier soll wahrscheinlich auch irgendwie ein Hinweis sein. Vielleicht auch so. Hier ist dieser komische Degen. Da ist ein Bogen. Unten war irgendwas mit Dreien. Da ist auch wieder was. Ja. Moment. Was wird jetzt das erste hier sein? Das hier sieht man ja prinzipiell als erstes, ne? Wer einmal... Ja, keine Ahnung, was das hier ist. Sieht aus wie das hier.
Also sag ich jetzt mal, das ist das erstes. Dann das Ding da 3, also das mal 3. Schau es mir mal irgendwie auf, mal gucken. Ich hätte es jetzt nicht schön zeichnen können, aber... Ja, dann entweder Degen oder irgendwas, das ähnlich aussieht. Und dann irgendwie ein Dreifachdingens oder so. Na gut. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hier richtig mache oder was es überhaupt wird. So, das hier wäre theoretisch dann das erste. Weil das Ding da kann ich gar nicht aktivieren. Moment. Kann ich das als erstes aktivieren? Nein. Was kann ich denn dann hier machen? Okay. Ich habe ehrlich gesagt gerade nachgegoogelt. Moment, ich muss mir den Browser mal schließen. Okay. Heil dem Internet. Und das hier die Ornamente für die Kirche? Ich schätze mal ja. Gut. Anscheinend muss man hier nur 3 Dinge finden und dann ging es schon irgendwie. Geht hier denn eigentlich noch irgendwas? Glaube nicht. Ich glaube, mehr ist hier drin nicht mehr, oder? Zeigt die Karte noch irgendwas an? Moment, hier ist noch ein Schatz. Hier ist noch ein Schatz, wo? Wo habe ich hier noch einen Schatz übersehen? Links. Ah. Aha, ja, ja, das kann man schnell übersehen, ne? Einziger Hinweis auf diese Dinger sind ja meistens irgendein metallischer Sound. Bleh. Gott. Die Steuerung ist wirklich für den Arsch. Und es regnet Wasser. Moment, in welche Richtung war? Da ist auch noch ein Schatz. Siedlung am See. Und da kam ich, glaube ich. Okay. Ich glaube, die Richtung hier irgendwo. Hier müsste jetzt noch irgendwo eine blaue Medaille sein, oder? Nee. Müsste ganz woanders sein. Gott, die Steuerung ist mit Maus und Tastatur für den Arsch. Wobei es gerade geht's. Da ist noch eine Höhle. Mit Stuff drinnen. Das nehmen wir doch gerne mit. Ja, wir wollen heute natürlich schön die Höhle bzw. den See erkunden. Okay, das scheint nur für irgendwelche Kisten zu sein.
Und mehr scheint hier nicht zu sein. Und gehen wir hier mal lang. Ja, hier sind noch mehr Kisten zum Zerdeppern. Hier können wir anhalten. Oder kam mir von hier? Wo sind wir hier? Große Höhle mit Schrein. Nee, das ist ein neues Gebiet. Dann sind wir hier wohl richtig. Dann dürfen wir hier richtig sein, ja, in der Tat. Oh. Stimmt nicht. Verdammt. Moment, kann ich hier meine Messerchen nicht loswerden, indem ich ein paar Bolzen herstelle? Ja. Dann habe ich auch Platz für die Blendgranate. Nein, 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 nein. Geht ihr weg. Man spielt nicht mit Feuerwerk. Wie oft denn noch? Echt jetzt? Oh nö. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, und hier der Beweis. Oh nö. Gott, ich hasse diese Viecher. Die waren im Original schon nervig und hier sind sie noch schlimmer. So, warte mal, hier waren auch noch Schätze. Aber erst später, okay. Da geht's rauf, da gehen wir noch nicht lang. Hier können wir uns den Weg frei machen. Aber wenn du getroffen hättest. Dann Respekt, mein Freund. Warum lebst du noch? Du bist Handgranate. Du brenn mal schön. Gelbes Kraut, sehr gut. Aua! Wow, Revenge Kill. Warum sind denn so viele Leute schon wieder, ey? Okay, da ist irgendein Symbol. Bin ich an dem Schatz schon vorbei? Natürlich bin ich an dem Schatz vorbei. Ich bin an zwei Schätzen vorbei. Wo? Wo ist der Schatz? Geht an mir vorbei. Baumelt hier wieder irgendwo was? Da. Silberner Jeton. Wow, die findet man also auch so einfach mal. Interessant. Kill dich halt selber.
Trottel. Verdient. Aber sowas von. Oh. Okay. Das haben wir dann auch schon mal gesehen. Aua. Und ein Sniper. Du Drecksack. Verbrennen. Aha. Das war für meinen Polizeikollegen, ja? Oh nö. Gott, die Dinger sind einfach nur scheiße. Wir hatten viel zu viel aus. Und ohne die richtigen Waffen einfach nur schwer zu besiegen. Aber von hier kam ich, oder? Da ist schon was kaputt. Wo laufe ich hier gerade überhaupt rum? Ja, von hier kam ich. Verdammt. Aber warte mal, da liegt der Schatz. Ein Seilenkristall, wow. Warte, wo muss ich lang? Aber nur geradeaus. Soll einfach nur den Weg folgen. Sollte man meinen. Okay. Danke, Internet. Bäh. Ja, okay. Ich denke mal, man könnte es wahrscheinlich auch ohne herausfinden. Relativ easy, aber ja, ich halt nicht. Wo kommst du jetzt mal her? Oh. War ja klar. Warum wächst eigentlich jedem hier was? Jedem Typen hier wächst irgendwas, ey. Einfach jedem. Ist ja schlimm. Ich will nicht wissen, wie das auf einen höheren Schwierigkeitsgrad noch wird. So, aber ich glaube, wir sind jetzt durch hier, oder? Karte sagt ja. Wenn die Karte das sagt, dann glaube ich ihr das einfach mal. Okay, Leute, ich glaube, dann mache ich hier aber mal einen Cut. Das war's mit Resident Evil 4 für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, immer freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn ihr den seht, so Ende erkunden und dann hoffentlich unseren Weg in Richtung Kirche fortsetzen können. Bis dahin, ciao, ciao, Leute.